So Leute, jetzt zu meiner Superkonstruktion mit dem FP3. Naja, den Lautsprecher wollte ich eigentlich andersrum machen, aber das hat aus Platzgründen nicht gepasst. Deshalb habe ich es jetzt so gebaut. Ich muss auch wirklich dann schauen, dass mir das Teil nicht auf dem Kopf liegt. Das wäre ziemlich unpassend. Schau, ob ich den überhaupt bei dem Wind anbekomme hier. Das kannst du vergessen mit dem Wind. Ja gut. Man kann es immer noch sich ein bisschen leichter machen. Ich habe auch gerade das Gefühl. Alter! Das war laut. Also, da ist gar nichts übrig geblieben. Ja, und der Lautsprecher ist keine Ahnung wohin. Also jedenfalls nicht in meine Richtung. Ja, ein paar Fetzen sieht man noch. Ja, dann tschüss, bis zum nächsten Video. Mal schauen, ob ich den Lautsprecher noch finde.